Wolfuß und Frank Puschmann begrüßen Sie zu dieser Partie. Und wie Sie unschwer erkennen können, leise rieselt der Schnee. Aber es wurde uns versichert, dass der Platz wirklich gut bespielbar ist. Hoffen wir also auf eine spannende Partie unter einigermaßen regulären Bedingungen. Borussia Mönchengladbach dürfte selbstbewusst auftreten nach dem kürzlichen Auswärts im FSV Mainz 05 zu tun hatte. Ja, knappe Sache, das 1:0, aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich erneut den Sieg holen. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Und wie schätzt du die Gastgeber heute ein? Also ich bin ja gespannt, ob sich diese Leichtigkeit, die sie zu Beginn der Saison ausgezeichnet hat, bewahren lässt. Denn so langsam könnten sie hier ans Nachdenken kommen. Der Titel ist möglich. Heimo Wasserschneider wird das heutige Spiel pfeifen. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Santiago Garcia. Öztunali. Den muss er jetzt machen. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Korb. André Hahn. Jetzt gibt's einen Einwurf. Stindl. Das könnte die Chance werden. Er schießt. Was für ein Tor! Was meinst du, Buschi? Hat das Wetter den Torhüter hier beeinflusst, beeinträchtigt? Ja, ich glaube schon. Aber das als Ausrede zu nehmen, das ist mir zu einfach. Das kann er besser lösen. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Bartels. Da kommen sie im Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Cilobocci. Bagfrede. Bartels. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auf Freistoß geben. Und da zeigt er ihm Gelb. Kann man durchaus geben. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig.
Da verkürzen sie den Abstand zum Schützen. Erlaubt ist das eigentlich nicht. Souverän gemacht vom Torwart. Dahoud. Da kommt der Schuss. Und Ecke. Und nun ein Schuss. Da passt er auf. Ball geklärt. Macht er ihn. Den Schuss musste der Torhüter halten. So unplatziert wie der war. Nordfight. Dass wir zum Überprüfen des Treffers auf die Torlinientechnologie zurückgreifen können, Buschi. Ja, und wir sehen es ja hier in der Wiederholung, ein regulärer Treffer. Und hier zimmert er den Ball an die Unterkante der Latte. Ja, und wichtig, Wolf, von da rein ins Vergnügen, ins Tor. Da gehört auch Glück dazu. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Bartels. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Stindl. Johnson. Und jetzt ein Schuss. Oh, er gibt abseits. Da war der Spieler durch. Tja, Buschi, ich bin wirklich gespannt, wie beide Teams mit den Bedingungen hier und heute zurechtkommen. Und da gibt er Freistoß. Karim Benzema ist zu Manchester City gewechselt und verlässt Real Madrid. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Stindl. Tolle Flanke. Super gemacht vom Torwart. Klasse vom Verteidiger, den hat er super geklärt. Und jetzt wird es Einwurf geben. Geht weiter hier, schneller Einwurf. Dahoud. Sie kämpfen um den Ball. Er fasst sich einfach mal ein Herz und zieht ab, aber zu weit weg und damit einfach für den Torwart. Und jetzt der Schuss. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Bartels.
Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Das macht er gut. Stindl. Ein fantastischer Treffer. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Bartels. Yildirim. Gebrselassie. Die Flagge kommt gut rein. Abgepfiffen, das war abseits. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Sie haben die erste Hälfte dominiert. Ein einseitiges Resultat bis hierhin. Aber jetzt geht es in Durchgang 2. Da hätte er fast den Doppelpack geschnürt. Noch ist genug Zeit, kann noch klappen. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Bald ist es soweit. Die Runde der letzten Nacht im deutschen Pokal steht an für Gladbach. Dann geht es auswärts gegen den FC Bayern. Auf das Pokalspiel können wir uns freuen. Macht er ihn! Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Es gibt Eckball. Souverän gemacht vom Torwart. Die nächste Partie der Bremer steht an. Und gegen wen es geht, zeigt uns die Einblendung. Ja, es geht gegen Hoffenheim im nächsten Bundesligaspiel. Wer da Favorit ist. Schuss! Ja, war eine ganz knappe Kiste auch hier wieder. Aber die Fahne des Assistenten war sofort oben. Friede. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Er setzt die Grätsche an, auch bei diesen Bedingungen. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Bartels. Da passt er auf und geht dazwischen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und jetzt ein Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Stindl. Jetzt schießt er. Trifft er, ja, drin, Tor.
Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Buschi. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Also, das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau gezielt. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Und er schießt. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Da ist der Ball weg. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Schießt er ihn rein. Und da geht er wieder so rein, obwohl er schon gelb hat. Nur Freistoß. Der Unparteiische lässt die zweite gelbe stecken. Glück gehabt. Ja, er lässt milde wallen. Da kommt er raus und hält den Ball. Vestergaard. Santiago Garcia. Branimir Gota. Und nun Rafael. Geht er rein? Klasse gemacht. Stark geblockt. Fritz. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Schussversuch. Was für ein Tor. Besser kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Er macht sein Tor. Boah, der passt aber ganz genau. Also 3 Zentimeter höher, dann geht er an die Latte. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Gebre Selassie. Marc Frede. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Er zieht ab. Da passt der klasse auf. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Und jetzt der Schuss. Viele spricht für einen Kantersieg. 5:0 der aktuelle Stand. Aber mit wem bekommen Sie es eigentlich als nächstes zu tun? Der kommende Gegner von Borussia Mönchengladbach heißt... Da kommt der Schuss! Das ist der Treffer! Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Vestergaard.
Kopfball. Er sieht müde aus. Vielleicht wäre jetzt ein Wechsel sinnvoll. Macht er ihn. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Santiago Garcia. Giloboggi. Fritz. Johnson. Und das war mal eine ordentliche Packung, die sie sich hier abgeholt haben. 6:0 der Endstand. Extrem einseitig die Nummer. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.